Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Mein Name ist Nico Sonnabend und wir sind heute mal zusammen im Wald und suchen, oder ich erkläre euch mal, oder ich versuche euch zu erklären, wie ich vorgehe, wenn ich zum Beispiel Stellen suche. Worauf ich da achte. Ich war letztens hier im Wald und habe richtig, richtig, richtig viele Spuren von Schwarzwild gefunden. Und da dachte ich mir, ist ja so mein Endgegner, probieren wir da mal eine Stelle zu suchen, wo ich vielleicht fotografieren kann. Und ich bin einfach hier die Wege abgelaufen und habe dann hier teilweise solche Schneisen gefunden. Und das ist hier bei uns Buchen, Eschenwald, es stehen nicht viele Nadelbäume hier drin. Und es gibt natürlich dieses Jahr, warum auch immer, es ist gefühlt ein Mastjahr, gibt es bei uns super viele Eicheln. Und vor allem groß, die haben teilweise 4 cm Durchmesser, also was habe ich noch nie gesehen. Und viele Kastanien. Und dementsprechend ist das Schwarzwild auch aktiv. Ich habe ganz viel Aufbruch gesehen. Da laufen wir auch nachher noch mal zusammen hin. Das große Problem, was ich aber habe, ich habe einen Gegenspieler, der es mir richtig, richtig schwer macht. Und zwar ist das die Zeit. Die Zeit spielt überhaupt nicht für mich, gerade bei Schwarzwild. Hier oben bei mir gibt es eh nicht viel. Das glauben mir immer keine. Glauben mir immer nicht viele Leute, aber bei mir gibt es nicht viel Schwarzwild. Teilweise habe ich, wir haben zwar hier oben einen Bestand, aber da werden teilweise dann, wenn dann mal hier Drückjagd ist, Strecken geschossen, da fragst du dich, gibt es überhaupt noch ein Tier? Da sehe ich bei uns in der Kulturlandschaft viel, viel mehr. Auch da habe ich schon mal einen Schwein am hellerlichten Tag, da bin ich zum Fußball gefahren, das ist schon viele Jahre her, und da lief das einfach über den gekrupperten Acker. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Und einen riesen Bache oder einen riesen Keiler, keine Ahnung, auf jeden Fall war das riesig, das Schwein. Das war auch ziemlich ängstlich, aber ich habe es gesehen. Und da sowas immer wieder vorkommt, denke ich mir halt auch immer wieder, ich muss doch mal Glück haben. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal und schauen, wonach gucke ich und wie wähle ich die Stellen aus. Wie schon eben gesagt, gibt es hier solche Schneisen, die schaue ich mir immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr genau an. Und dann sieht man auch gleich auf der gegenüberliegenden Seite, zack, ist ein wunderschöner Wechsel. Hier ist ein Wechsel. Und hier ist ein sehr intensiver Wechsel. Und das sind genau diese Stellen, die ich dann versuche, für mich auszukundschaften. Ich laufe natürlich schnurstracks in die Schneise rein und schaue mir die mal genau an. Denn solche, genau solche Stellen, solche Schneisen in solchen Wäldern werden von den Tieren sehr, sehr gerne genutzt. Weil da müssen die sich nicht hier durchs Unterholz kämpfen, weil ihr seht ja, bei uns hier ist extrem viel Brombeerhecke und der ganze Kram hier links und rechts. Auch hier hinten, seht ihr, es ist super intensiv bewachsen bei mir. Deswegen, als wir jetzt die Wölfe suchen waren, da war ich teilweise so erfreut über die lichten Wälder, weil es das bei uns nicht gibt. Ich habe hier nur Bewuchs. Schau das mal an, ich brauche da gar nicht durchgehen. Da. Mich haben einige angeschrieben und gesagt, ey Nico, wie ist denn das? Ich bin jetzt hier im Wald unterwegs, da hat mich ein Jäger angehalten und hat gesagt, du darfst hier nicht fotografieren, das stört das Wild. Ist das rechtens? Und brauche ich eine Genehmigung, wenn ich die Bilder online stelle? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist keine Rechtsberatung oder sonst was. Ich gehe jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Also, wenn bei dem Wald kein Privatgrundstück steht oder keine Ahnung, es ist gerade Treibjagd und es stehen Schilder oder es ist ausdrücklich verboten, da reinzugehen, weil es Militärgelände ist, Privatgrundstück oder Privatwald, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann und ein Jäger dann zu euch kommt und sagt, ey, Kumpel oder meine Gute, verschwinde hier bitte, du hast hier nichts zu suchen, dann könnten die schon recht haben. Aber wie jetzt hier bei mir, da steht nichts, da steht nirgends ein Schild, das ist einfach nur auch gerade wenn du auf den Wegen bleibst oder hier in solchen Gassen, dass du nicht querfeld einläufst, was wollen die denn dann machen? Und mit den Bildern, ganz ehrlich, im Zoo gibt es teilweise, wenn man mal in den Zoo geht, ich finde ja Zoos scheiße, kann es sein, dass am Eingang Schilder stehen, sie zahlen 20 Euro Fotogebühr und dann können sie die Bilder für sich nutzen. Nur kein Geld damit regenerieren oder generieren, so rum. Dann okay, aber hier im Wald, wenn du da einen Specht fotografierst oder einen Hirsch, egal, klar, stell die Bilder online. Was soll das denn? Von daher, geht raus, habt Spaß, nutzt die Bilder für euch und die Erfahrung, die ihr da draußen sammelt, das im Wald belebt, dich von innen. Das ist total, total toll. So, jetzt wieder zu unserer Schneise. Wir gehen die jetzt mal ab und hier sieht man schon. Hier ist wieder ein Wechsel, da ist ein Wechsel.
hier ist ein Wechsel. Und da bin ich jetzt gerade mal 3 Meter reingelaufen. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Und ich rede auch mal nicht so laut, weil vielleicht sehe ich hier sogar irgendwas. Und ich achte, gerade wenn ich hier bin, achte ich immer sehr auf Spuren. Hier, schaut mal, da, Trittsiegel, bam, bam. Das könnte alles Schwarzwild sein. Und das ist auch, hier, das meine ich, bei mir ist hier alles voll Brombeer. Da habe ich keine Chance, da kann ich nicht durchgehen. Das ist Wahnsinn. Und dann nutze ich, da kann ich nur solche freien Stellen nutzen, wo ich jetzt hier gerade laufe. Ich habe keine Ahnung, ich bin den Weg noch nie gegangen. Hier, wieder, Trittsiegel, da, zack. Also der Weg ist sehr gut frequentiert. Ich würde hier jetzt wahrscheinlich sogar eine Wildkamera aufstellen. Ich schaue mich aber erstmal ein bisschen um. Der Baum hier hinter mir hat zum Beispiel ein richtig schönes Wildkamerapotenzial. Nur ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Und hier geht es auch noch weiter. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Also wenn man sich hier ansetzt, hier kann man sich ja überall einschieben. Richtig gut. Dann hier kann man auch, das ist halt auch wichtig, ne? Ihr braucht keinen Ansatz machen, wenn man nur so weit gucken kann. Ja? Dass man nur bis zu der, das ist Blödsinn. Dann nehmt euch und setzt euch so hin, dass ihr bis dahin schauen könnt. Oder dreht euch, dass ihr hier zum Beispiel das Gleiche. Da braucht man sich nicht hier auf die Ecke setzen. Dann setzt man sich hier hinter diese kleine Buche, pflanzt sich hier so rein. So, zack. Und dann kann man bis hier runter schauen. Weil das Wild muss ja. Ich demonstriere euch das mal, passt mal auf. Wenn das Wild hier angelaufen kommt, das läuft ja nicht hier durch. Das muss ja hier lang oder hier lang gehen. Und wenn ihr euch dann dort hinsetzt, wo jetzt die Kamera steht, das ist nämlich euer Blickwinkel, dann kommt das Wild gelaufen, hier lang und geht hier durch. Und wenn ihr dann im Hochformat oder Querformat seid, ein geiles Bild. Es ist natürlich, man darf nicht vergessen, ziemlich nah. Wenn ihr jetzt hier sitzt und hier wird jetzt zum Beispiel ein Wildschwein sein, hier, da, das ist schon extrem nah. Also, da wird er mir wahrscheinlich schon etwas übel werden. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und ich denke aber, ihr wisst, wie ich das meine. Auf sowas, das ist für mich extrem wichtig, weil meine Bilder entstehen meistens an Plätzen, wo den Tieren der Weg vorgegeben ist. Weil die Tiere, oder besser gesagt, ich versuche, den Tieren an Plätze zu gehen, wo die Tiere keine andere Möglichkeit haben, lang zu gehen. Und das ist genau das, was meine Bilder, sag ich jetzt einfach mal, ausmacht. Ich kann mir den Blick aussuchen, ich kann mir den Bildaufbau aussuchen und dann kommt das Tier da rein. Also es ist wie sozusagen, ich baue mir mein Bild auf und das Tier kommt dann nur da reingelaufen und läuft genau dahin, wo ich das möchte. Und dann kriege ich mein Bild. Und genau so entstehen meistens meine Fotos. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier sieht man auch schon, hier, wie ich gesagt habe, das Siegel, da sagt uns, das Tier läuft hier an dem Baumstamm vorbei. Hier durch. Und das sieht man ja auch eindeutig. Werbung. Wenn du auch Interesse an Tierbildern hast, sonst würdest du ja das Video hier nicht schauen, dann schau unbedingt unter dem Video. Da findest du den Link zu meinem E-Book, das Einmaleins der Wildlife-Fotografie. Damit schaffst du es, in kürzester Zeit oder in viel weniger Zeitaufwand solche Bilder zu machen. Denn da erfährst du alles, was du wissen musst über Bildaufbau, über wie du deine Kamera einstellst, wie du deine Tarnung verbesserst, wie du dein Equipment so machst, dass du leicht und schnell unterwegs bist und auch Plätze findest oder wie du reagierst, wenn du Tiere siehst. Das alles und noch vieles, vieles mehr erfährst du im E-Book des Einmaleins der Wildlife-Fotografie, findest du unter dem Video. Da musst du auch nicht gleich kaufen, da kommst du auf den, wenn du auf den Link klickst, siehst du erstmal, worum es überhaupt geht und dann kannst du immer noch überlegen, investiere ich oder lasse ich sein? Doch, ich garantiere dir, wenn du investierst, investierst du in dich selbst, denn damit sparst du Zeit, die du für deine Fotografie verwenden kannst, Zeit, die du nutzen kannst, um öfter rauszugehen oder Zeit, die du verwenden kannst, um mit deiner Familie unterwegs zu sein.
Also es ist eine Win-Win-Situation. Aus diesem Grund schau gerne unter dem Video und weiter geht's. Auch hier, da, Aktivität. Also Aktivität ist hier. Ich muss halt nur hier wechseln. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Tiere hier auch am Tag wechseln. Und hier drinnen sind irgendwo Sauen. 100 Pro. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Wirklich nicht. Ich bin hier komplett, hier erwartet mich nichts. Also ich kann mir vorstellen, ach doch, guck mal, hier geht's weiter. Boah, das ist ja super geil geworden. Das ist ja richtig cool. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo ein Hochsitz hinkommt. Das glaube ich wahrscheinlich. Aber so einen Aufwand, um einen Hochsitz hier herzustellen, finde ich schon krass. Oder hier war ein Kindergeburtstag mit einer ganz großen Schnitzeljagd. Hier, Aufbruch, da sieht man es schön. Wildschwein mit dem Rüssel langgeschoben. Eine richtig coole Stelle, denn hier kann man sich schön ansetzen. Da, hier kann man sich richtig schön ansetzen und richtig weit schauen. Das größte Problem, was ich an solchen Stellen habe, ich habe immer die Ungewissheit, wenn der Wind jetzt von da kommt, bin ich mir sicher, dass von hinten kein Tier kommt. Aber hier kann es halt echt passieren, dass der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass hier 5 Meter vor dir eine Sau rauskommt. Ich glaube nicht, also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass die Sau nicht angreift. Weil die haben eigentlich mehr Angst vor dir, wie du vor denen. Und wenn es dir zu brenzlig wird, dann rufst du halt, ey, geh weg, geh weg. Richtig laut. Wir in Kanada haben das ja zum Beispiel auch gemacht, wenn wir unterwegs waren, immer ein paar Tassen zusammengeknallt oder Stöcke aneinander geschlagen, dass man nicht auf den Bär trifft. Wir sind ja auch solche Wege gegangen. Und da wollte ich nicht auf einen Bär treffen. Aus dem Grund würde ich das auch so machen. Wenn ich hier sitze und da vorne tritt eine Sau raus, ganz knapp vor mir, da würde ich ein Bild machen vom Augapfel. Und dann würde ich richtig Lärm machen. Handy an, Ton an. Ich habe teilweise sogar, gerade wenn ich in solchen Gebieten bin, auf meinem Handy einen Sound, eine laute Hupe, wo ich dann einfach auf Play drücke. Nur für den E-Fall. Oder hier in den Rucksäcken ist ja meistens immer eine Signalpfeife. Die nutzen, da reinballern und das Wild haut ab. Macht das. Seid euch dann nicht zu feige. Wenn ihr wirklich euch was unangenehm ist, dann geht. Oh, ist das schön. Das ist noch nicht mal mein Wildschwein, aber die Anzeichen sind da und das baut mich schon auf. Na klar, als hätte ich es gewusst. Wo endet dieser wunderschöne Weg? Dasselbe Dreck. Vor allem ein Aufwand, hier die Schneise rein zu fräsen, weil die fräsen die ja rein, ne? Das wird ja nicht weggehackt. Das sieht man ja. Das ist ja alles fräst. Hier sieht man es ja. Frässpuren. Nur um die armen Schweine wegzuballern. Und bei uns gibt es eh nicht viele. Oh, hier gibt es eine Hirschlausfliege. Ein Traum. Aber es sagt, hau ab. Ich finde die abartig. Da krieg ich gleich Gänsehaut. aber das erinnert mich an an die Aktion mit Chris und Johannes jetzt bei den Wölfen. Schaut euch das Video unbedingt an bei mir. Und bei Chris auch. Das ist richtig cool. Da können wir mal sehen, wie es läuft oder wie es nicht laufen kann. Und der Hochsitz sieht jetzt auch nicht so befahren aus. Aber hier, das ist zum Beispiel eine richtig gute Stelle zum Fotografieren. Ah, Wahnsinn. Naja, gut, doch. Doch. Es sieht schon sehr besessen aus. Hier steht das Auto. Aber es gibt kein Auto hier. Es haben sie echt nur wegen dem Hochsitz gemacht. Das ist faszinierend, was da für ein Aufwand betrieben wird. Und hier könnt ihr es schön sehen. Hinter mir ist der Hochsitz. Ja, da. Und jetzt, ihr wisst ja, wie das eben bei mir war. Ich bin die Schneise gegangen. Und wenn ich nur 3 Meter oder 10 Meter abseits der Schneise bin, brauche ich überhaupt nicht fotografieren zu gehen. Schaut euch das mal. Hier ist alles zu. Alles. Wenn ich mich hier ansetze, da kann ich mich mit dem Weitwinkel ansetzen. Weil jedes Tier, was mir hier vor die Kamera rennt, steht einen Meter vor mir. Da ist der Hochsitz. Ich bin in der Tat auf solche Schneisen angewiesen. So was hier nicht hätte im Wald. Es ist ja blöd, dass da am Ende ein Hochsitz steht.
Aber der Hochsitz steht ja, hier ist auch gleich die Straße. Und der Hochsitz, der steht ja nicht ohne Grund da. Der ist ja da, weil hier an der Stelle viel Wild ist. Und wenn man solche Schneisen hat, auch ihr, wenn ihr solche Schneisen findet, seid euch nicht zu schade. Setzt euch an die Seite, schlagt euch nicht, weil ihr seid ja auf einem Weg. Das ist ja ein angelegter Weg. Und da steht kein Schild, da steht nicht Wildruhezone oder Kernzone oder. Aus diesem Grund könnt ihr den Weg ruhig gehen. Und wenn ihr da den Jäger trefft, dann sagt er, oh, es tut mir leid, wir kommen uns nicht mehr in die Quere, ich gehe. Was will er denn machen? Wenn man erstmal das nette Gespräch sucht, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Jäger mir blöd kam. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, eine kleine Geschichte, ich im Mais angesessen, am Mais, an der Maiskante. Und das ist der gleiche Jäger, der auch hier den Hochsitz hat. Ich sitze an der Maiskante an, Foltern, 500er Objektiv und da läuft ein kleiner Bach dazwischen. Und dann noch so 150 Meter hin steht ein Hochsitz, so einer wie der. Und dann sehe ich schon, wie sich jemand hochsetzt mit orangener Kappe und in meine Richtung schaut. Und dann schon, oh, mit Gewehr. Und hier Fernstecher sucht er. Und das hat genau 5 Minuten gedauert. Dann hat er permanent auf mich geguckt und geguckt, was ich bin. Ich, Kamera hochgehalten, ich sage nochmal, ein 500er Objektiv, Kamera hochgehalten, aufgestanden. Er ist halt ein bisschen fülliger. Er von dem Hochsitz runter. Dann kam jemand mit dem Quad gefahren, den Quad angehalten. Das Quad zu mir zitiert. Auf einmal kam das Quad angefahren, zwischen uns war immer noch der Bach. Ich, Mütze runter, Mundschutz weg, gehe zum Bach. Ich sage, ey, grüß dich. Ich kannte ihn natürlich, den auf der Quad. War ja mein, da wohne ich ja. Servus. Und er, ach Nico, du bist's. Der Jäger dachte schon, ein Wilderer. Der wollte schon eine Spezialeinheit in Erfurt. Keine Ahnung, was KSK, kein Plan. Anrufen, dass die hierher kommen. Ich so, bitte was? Und dann kam der Jäger angefahren und sagte, ach du bist's. Ich wollte jetzt schon anrufen, Sicherheitskommando, Spezialeinheit, die wären jetzt gekommen. Ich sage, ich dachte, du bist ein Wilderer. Ich sage, mit was soll ich denn hier schießen? Mit dieser, Sie denken wohl, ich habe eine Bazooka oder was? Ich sage, ich habe da mein Objektiv hochgehalten. Das hat eine Öffnung von 150 mm. Also, was soll das sein? Das ging alles nett. Ich habe auch ganz nett gesagt, ich wäre jetzt eh gegangen. Sie hätten ihr Kram machen können. Es war bis jetzt noch kein Stück Wild da. Ich sage dann auch immer, was ich sehe oder was ich nicht sehe. Und das funktioniert dann. Immer nett sein. Die werden euch nicht gleich verklagen oder irgendwas. Das funktioniert schon. Und wir sind jetzt nochmal auf einen anderen Weg gegangen. Und hier sieht man schön, wie das Wildschwarz aufbricht. Hier zu meinen Füßen. Hier vorne. Hier hat man auch noch ein bisschen Wasser. Das nehmt ihr natürlich extrem gerne an. Weil hier oben gibt es nicht viel. Und hier sind auch noch andere. Hier ist zum Beispiel Reh. Hier ist Reh. Also hier gibt es nur Reh oder Schwarzwild. Hier sieht man auch richtig schön Bruch. Das wäre jetzt so die Stelle, hier kann ich mich auch richtig gut ansetzen. Ganz lange gerade. Und natürlich führt sie auch zu einem Hochsitz. Da hinten in der Ecke steht einer. Das wird so die Stelle sein, wo ich, wenn hier nicht schon eine Wildkamera hängt, hier werde ich auf jeden Fall mal eine aufhängen. Und werde mich mal umschauen. Das Problem, was ich nur habe, hier oben ist relativ hoher Personenverkehr. Hier ist zum Beispiel auch ein Fahrrad durchgefahren. Das ist etwas, was mich sehr, sehr einschränkt. Die Tiere wissen das natürlich. Und hier ist noch ein kleines Wasserbassin. Die Tiere wissen das und aus dem Grund bleiben die natürlich auch, kommt die erst, wenn es dunkel ist oder Dämmerung ist. So, ihr Lieben, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ich vorgehe, wonach ich suche und vor allem, wenn ich was finde, wie ich mein Bild gestalte, dass ich den Bildaufbau mache und die Tiere in das Bild dann reinkommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Folgt mir doch gerne auf YouTube, folgt mir gerne auf Instagram, drückt hier unter dem Video gerne die Glocke und kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Infos zu Wildschweinen habt, wie ich Wildschweine besser finde, weil ich suche ja jetzt schon einige Jahre, wie viele wissen. Themen zur Fotografie im Wald oder, schreibt alles unter die Kommentare, in die Kommentare, was euch einfällt. Ich freue mich darüber und YouTube freut sich darüber. Das rankt mich höher und mein Video wird dadurch besser gesehen und ihr helft mir dadurch indirekt. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut!